Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Harveys neue Augen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir heute ziemlich weit kommen, weil ich hatte ein bisschen mal gestöbert und ja, das letzte Kapitel sind wir schon. Und ja, mal sehen, wie wir es hier durchkriegen, weil wir haben jetzt schon drei Luken offen. Ich habe jetzt noch nichts über den Lesungsweg geguckt, ich habe jetzt nur geguckt, wie viele Kapitel da noch kommen. Und es gibt nur drei Kapitel. So. Jetzt müsste ich mal gucken. Wartungsraum war das nicht? Genau. Gehen wir mal raus zum Flugzeug. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob das schon noch alles da ist, wo es hingehört. Hier haben wir die Sachen. Genau. Ja, hier fehlt uns ja immer noch das Blaue. Aber was brauchen wir da? Wir brauchen da irgendwas Blaues. Ich hab was. Blau, blau. Das war bereits frisch gewaschen. Nee, schade. Hätte ja klappen können. Weißes Laken. Das müssen wir irgendwie blau machen. Der Überwachungsraum, da kommen wir nicht rein. Genau. Die Tür war fest verschlossen. Ja, also ich probiere hier momentan noch ein bisschen rum. Mal sehen, ob wir das Richtige finden. Aber in der letzten Folge war es ja so, wir sind in die Anstalt reingekommen. Wir haben ja mit einem Uhu rumgespielt. Aber was mir auffällt, wir haben immer noch zwei Verbote. Wütend werden. Und tun und lassen, was man will. Ja, mal sehen, was da noch kommt auf uns. Also auf uns zukommt. Mensch. So, hier runter können wir nicht mehr. Hinten hin können wir nicht. Wo kriegen wir was Blaues her? Zum Dach. Gehen wir nochmal zum Dach. Hier ist nichts. Vielleicht geht das mit den Motten? Die Motten schienen zwar interessiert, aber Lilly zögerte. Irgendetwas sagte ihr, dass ein mottenzerfressener Gegenstand weniger wert war als ein Heiler. Gut, dann funktioniert das nicht. Wie wäre es mit einem Seidentuch? Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Mir ist das nämlich eingefallen, man hätte was mit den Motten machen können, die sind ja nicht umsonst da. Und da ist mir nämlich eingefallen, Motten zerfressen Klamotten. Wozu gibt's sonst Mottenkugeln im Kleiderschrank? Ja, somit haben wir eine weitere Lochkarte, und zwar die letzte. Es war hoffnungslos. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Warte mal kurz, wir haben Stärke. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Ja, ein hartes Lochtuch. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Die genau reinpasst. Ja, gut. Und wie gesagt, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, mir ist das nur im letzten Moment noch eingefallen. Weil, ja, wie gesagt, Motten zerfressen Kleider. Dann dachte ich erst das Bettlaken. Aber dann habe ich ja gerade gesehen, dass wir noch das Seidentuch haben. So, dann haben wir ja alles. Wir sind im Überwachungsraum. Was können wir denn hier alles gucken? Nur hier drüben und da. Huch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten zu gehen. Ist das nicht die vom Friedhof? Fragezeichen.
Ich könnte schwören. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, reden. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebenden. Die Klappe. Stricknadel. Vielleicht. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lilis Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Ja, hast du Pech. Gut. Dem Erzähler verging Taten. Feuerknall. Dem Erzähler vergt. Das Laken zum Sichtfenster. Du solltest nicht hier sein. Ich darf zumindest. Ja, können wir uns aber nicht überstülpen. Das Laken war makellos weiß. So, jetzt kommen wir wenigstens hier durch. Mal sehen, ob das geht. Ah, spitze Gegenstände. Aber Lilly, was weit du ja bist. Ich weiß. Wieso gibt's da, also, werden ja mehrere gestrickt. Ich dachte gerade, hä? Wieso gibt's da zwei davon? So, lügengefährlich. Spitze Gegenstände vorhin. So, Stricknadel mit. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly wusste einfach nicht, wie man mit Nadeln umging. So und so. Vielleicht hatte die Oberin. Nee. Wie kriegen wir da. Wir haben noch ein Loch, so ein Locher, wo wir. Huch. So. Und. Klappt's. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Ja. Manchmal muss man wirklich auf die letzten Dinge zurückgreifen, die man schon gemacht hat. Ein Geisterkostüm. Oh je, jetzt hat Bob das Wollknäuel. So, und damit zum Sichtfenster. Huch, ein Geist. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach, irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mm-mm. Mann, bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Doch klar, wollen wir dir helfen, oder? Wollen wir helfen? Sicherlich. Aha, super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Blauer Stoff. Miet. Dieser Hase war wohl noch zu jung, um zu sprechen. Und nun haben wir blauen Stoff. Den brauchen wir natürlich. Um das letzte Teilchen hier. Also die was ist denn das jedes Mal hier? So, blauer Stoff und blaues Pissoir. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig so oft du willst. So. Jetzt können wir mit der Pizza anfangen. Weil. Die sind farbenblind. Die wollen halt kein das und das Gemüse und das Gemüse auch nicht. Gut. Jetzt muss ich mir das nochmal genau durchlesen. So. Darfst du das nicht zu früh machen? So, Adrian. Ah, die Pizza. Wohl an. Drogelbecher! In der Tat! Du hast die Bananen für meinen treuen Freund Drogelbecher vergessen! An meiner Tafel soll niemand Hunger leiden! Hinfort! Gehe sie uns damit aus den Augen!
Ja, wie soll ich das mit der Pizza machen? Einmal Spermies Pizza Margarita. Ach so. So geht das also. Gut, dann muss ich mir jetzt nochmal alles anhören. Genau, jetzt habe ich ein Zettelchen. Zettelchen habe ich. Stift habe ich auch. Ja, so. Dann werden wir uns das jetzt mal ein bisschen aufschreiben. Quatschen erst mit dir. Wie schön, du bist wieder da. Fragebecher! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine Waffe. Ja, wir tun das mal ein bisschen überspringen, wir kennen das ja schon. So, Pizza. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Nochmal von vorne. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Und BL, genau. Das ist P und das ist Pa. Machen wir so. Gut, dann habe ich mir jetzt das erstmal aufgeschrieben und jetzt nochmal die Farbblätter. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Was? Die hätte Gelb-Grün. So, was war nochmal bei Droggel? Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Gut. Dann müsste ich das schon haben. So, die Pizza ist da. Ah nein. Machen wir so. Einmal Spermies Pizza Margarita. So, die müssen die erstmal färben. Das heißt, Adrian mag Tomaten. Aber keine Blaubeeren. Peter mag aber Blaubeeren. Aber keine Bananen. Ja, drücke weh. Das ist also wie im Kreislauf. Gut, dann müssen wir mal ans Färben gehen. Ja. So. So, das wird noch ein schwerer Teil werden für uns. Aber wir sind ja gut gewappnet. Hoffentlich. Ja, wie gesagt, ich würde die Haare. Also die. Vielleicht kriegen wir das ja sogar heute noch durch. Wir haben ja noch viel Zeit. Also, mal sehen. So. Hat eine Rot-Gelb-Schwäche. Gut. Und wer mag keine Tomaten? Petra. Petras gegenüber. Und da ist Droggelbecher. Droggelbecher mag Blaubeeren. Und als Blaubeeren müssten wir dann rot färben. Was sagte man dazu? Rote Blaubeeren. So. Gut, ich schreibe mir das mal auf. Rote Blaubeeren. Wartet mal kurz. So, jetzt ist ein bisschen gerichtet. So, jetzt geht's weiter. Brokkoli. Mag die Petra. Hat aber eine Gelb-Grün-Schwäche. So, die mag auch Brokkoli. Und Brokkoli mag wiederum der Droggelbecher nicht. Er hat aber eine Grün-Blau-Schwäche. Warte mal.
Machen wir BR. Das sind Bananen und das sind die Tomaten. Dann haben wir jetzt Rot. Was ist, wenn ich den Brokkoli blau mache? Drogebecher hat eine grün-blaue Schwäche, also er mag kein Brokkoli. Also wenn der blau ist, ist das ihm egal, aber er mag Bananen. Bananen mag wiederum der Peter nicht, aber Peter ist nicht in der Nähe. Das ist kniffliger als ich dachte. Na gut, also ich habe es momentan so. Wir sind momentan beim Brokkoli. Brokkoli mag ja die Petra. Und das müssten wir blau färben. Meines Erachtens nach. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Ja, Brokkoli. So, jetzt haben wir noch Gelb, Rot. Gelb und Grün. So, wer mag Bananen? Drogebecher. Mag aber der Peter nicht. Hallo, jetzt wiederum. Mag er keine Blaubeeren. Also müssten die Bananen grün sein. Tomaten müssen gelb. Was sagte man dazu? Gelbe Tomaten. Das müsste dann grün sein. Was sagte man dazu? Grüne Bananen. Genau. Mal sehen, ob es klappt. Einmal Spermies Pizza Margarita. So, wir haben hier einmal, das sind die gelben Tomaten. Gelb, und das sind dann die grünen Bananen. Genau. Also, Tomaten mag der hier. Gelbe Tomaten. Ist das egal, wo die raufkommen, oder wie? Gelbe Tomaten. Wir fangen mal nochmal da unten an. Petra. Petra mag Brokkoli. Blauer Brokkoli. So. Grüne Bananen. Grüne Bananen. Und rote Blaubeeren. Nee. Jetzt muss man doch. Achso, vielleicht müssen wir die auf die Köpfe legen. Und jetzt Tomate mag der. Wieso geht das? Klappt das nicht? Ach, wir müssen vielleicht von unten anfangen. Also, Petra war mit Brokkoli. Blauer. Geht das echt nicht? Grüne Bahn, gelbe Ton, blauer Brokkoli, rote. Oder ich habe was Falsches drin. Warte mal kurz. Ich muss das mal ein bisschen anders rumdrehen. Peter ist da drüben. Da ist Petra und das. Da kommt es doch hin. Drogebecher mag keine Bananen. Drogebecher mag Bananen. Hat eine grün-blaue Schwäche. Wir müssten die Bananen. Ja, warte mal, er hat eine Rot-Grün-Schwäche. Mag keine Bananen, dafür blau werden. Wir müssten die Bananen blau sein. Na, jetzt Bananen müssten blau sein. Ich muss hier ein bisschen. Bananen. Blau. Es wird vielleicht ein bisschen langweilig werden, aber vielleicht habt ihr ja schon die Lösung. Ich will jetzt hier nicht ordentlich skippen, falls es geht oder so, weil es ist ja doch wichtig, dass man mal hier die Rätsel durchgeht. Es ist halt ein Click-Adventure da, wo man jetzt ein bisschen auch mal rätseln muss. Und ja, ich kann euch ja zwischendurch mal ein bisschen mit einem bisschen Info futtern. Und zwar nächste Woche wird für Minecraft, das werde ich erstmal auf Eis legen, beziehungsweise beenden. Und ja, dafür wird dann halt das neueste Update von Terraria, eines der größten Updates für Games. Da sind über 2000 Neuheiten drinne. Und ja,
Ich werde dazu noch ein kleines Videochen machen. So wie als Einstieg, so Folge 000. Könnte man meinen. Und ja, da werde ich noch ein bisschen was hinzufügen und alles. Aber dass ihr schon mal gewappnet seid. So, na gut. Weiter geht's. Also jetzt habe ich ein bisschen was übersprungen so. Also ich habe jetzt euch ein bisschen was mal anderes erklärt. Das werde ich die ganze Zeit das gleiche haben. So. So, die müssten blau sein. Genau. Ja. Mein Drogebecher hat eine Grün-Blau-Schwäche. Der mag Bananen. Aber kein Brokkoli. Da ist es halt nicht so. Also blau mag jeder. Also blau hat keiner eine Schwäche, außer halt Drogebecher die Grün-Blau-Schwäche. Alles was blau ist, ist für ihn grün. Also der Brokkoli. Brokkoli mag er nicht. Also müsste der Brokkoli kein blau sein. Sondern vielleicht rot oder gelb. Gelb müsste er sein. Also Brokkoli müsste gelb sein dann. Na, der schreibt nicht mehr so gut. Habe ich mir gerade den besten Stift ausgesucht. Gut. Was schreibe ich denn hier? So. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch die Tomaten. Die Tomaten sind gelb. Bei Petra. Ja, und als Blaubeeren mag der Peter. Er hat aber eine Rot-Grün-Schwäche. Also alles, was grün ist, ist für ihn rot. Die sind blau. Das ist erstmal egal. Grün werden die Tomaten. Das ist es, glaube ich. Wir müssen einfach bloß die Bananen mit dem Brokkoli umtauschen. Gut. Ja gut. Die Bananen sind jetzt blau. Was sagte man? Blaue. Blaue Bananen. Und den Brokkoli machen wir gelb. Was sagt gelb? So. Ach ne, wir haben ja gelbe Tomaten. Stimmt. Und dazu muss ich ein bisschen umkoordinieren. Warte mal kurz, grün. Wenn ich jetzt grüne Tomaten mache. Wer mag keine Tomaten? Die. Das müsste hinhauen. Oh, grüne Tomaten. Was sagte man? Grüne Tomaten. Grüne Tomaten gibt's sogar wirklich, muss ich zugeben. Rote Blaubeeren? Eher weniger. Blaue Bananen? Auch nicht. Aber grüne Tomaten gibt's. Es gibt sogar lilane Tomaten. So, nochmal mit der Pizza. Grüne Banane, gelb, so. Die Tomaten. Denn das. Und den Brokkoli. Gelber Brokkoli. Oder auch nicht. Oh nee. So, der Adrian freut sich. Aber alle anderen eher weniger. Gut, also hier ist wirklich der Wurm drinne. Drückebecher mag Bananen. Oh, das ist so schwer, das geht gar nicht. Na gut, dann mache ich hier mal kurz einen kleinen Cut. Dann tue ich euch nicht länger damit aufhalten und dann werde ich halt mal ein bisschen probieren. Und mal sehen, vielleicht komme ich ja doch dahinter. Ja, damit ich euch jetzt hier nicht ganze Zeit langweile. Okay, gut, bis gleich. Moin, moin, liebe Leutchen, herzlich willkommen zu dieser Auflösung. Ich habe jetzt ca. 20, 25 Minuten dran gesessen. Und ja, ich habe halt ein bisschen probiert. Ich habe schon einen zweiten Zettel angefangen. Also hier so einen kleinen DIN A6 Blatt oder DIN A, ja, DIN A6 kann man schon sagen, so ein viereckiges Blättchen, so ein Notizzettel. Habe ich den einen Zettel habe ich mit Rückseite vollgeschrieben, den anderen habe ich nur so vollgeschrieben. So.
Und ja, wie ihr seht, alle sind glücklich. Die Auflösung war so: rote Bananen, gelbe Blaubeeren, blaue Brokkoli und grüne Tomaten. Also das war ja eigentlich schon richtig gewesen. Ich hätte bloß das hier. Nee. Ja, das hatte ich schon mal richtig und das hatte ich schon mal richtig. Bloß die Bienen hatte ich halt noch falsch. Naja gut, wir haben es fertig. Und wir können auch jetzt weitermachen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen... Ich werde die erste Folge wahrscheinlich ein bisschen länger machen. Je nachdem, ob wir jetzt so bis zum Ende kommen oder nicht. So. Mensch. Es ist, kommt immer noch nicht hinterher. So. Ah, die Pizza. Wohl an. Vortrefflich, vortrefflich. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Drogelbecher! Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Drogelbecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Drogelbecher! Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Todmutigor. Oh, wie kommt mir das bekannt vor mit Todmutigor? Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. Okay. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur... Ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwehrtabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Autsch. Hey... Du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Todmutigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Späher der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droglott und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst! Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur... Die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Huh? Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unrast. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Ja. Erinnert mich so ein bisschen an einem dreiteiligen Film. Um den ist, wo da irgendwas mit Ringe stand. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh wei. Ja, wir sind jetzt hier die Lillegrim. Schnippo, ich dachte erst, das wäre Drogelbecher. Oh nein, dann ist das hier Drogelbecher. Na gut. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich?
War ja klar. Schnippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Hallo, Lillegrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Und schon amüsiert? Na gut. Angriff? Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen, anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Okay, die Kobolde. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Oh, weil Spaß sieht anders aus. Okay, Jongier. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Kugeln. Schon klar. Du willst den Trick mit den 55 Kugeln sehen. Ich muss dich enttäuschen. Der Wanderer findet das zu hektisch. Und offenbar geht es in diesem Spiel darum, dahergelaufenen Kuttenträgern obskure Wünsche zu erfüllen. Zumindest hält sich das Spiel an die Romanvorlage. Drei Kugeln. Vielleicht würde ich mir weniger dämlich vorkommen, wenn ich es eine Zeit lang mal mit 3 Kugeln probiere. Andererseits, ich bin ein Clown namens Schnippo. Und ich habe ein Faible für lächerliche Hüte. Wahrscheinlich gehört es zur Rolle, dass ich mich dämlich fühle. Sag mal, kann das sein, dass der komische Druide oder was das da ist, ein Harvey-Geist sein soll? Der hatte gerade diesen Hasenzähnchen. Na ja, gut. Eine Kugel lassen wir mal. Wir machen mal keine Kugel. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo. Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Ups. Die Kugel. Es handelt sich um eine normal große Jonglierkugel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mein Jonglierkugel-Kompendium nicht dabei. Okay, blub. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? Du schläfst doch schon. Drogelbecher. Drogelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Drogelbecher. Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Drogelbecher. Na gut. In seinem Mithril-Harnisch. Okay, dann quatschen wir mal mit ihm. Hallo Lillegrim, bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar,
Aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelord am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzel unter der Kapuze gesehen? Abgesehen mal von dem letzten Teil. Drogelbecher redet? Obwohl, das hatten wir ja eigentlich schon bei Edna Bricht ausgehabt, nicht? Oder war das da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, der Drogelbecher hat geredet. Na gut, den quatschen wir jetzt so erstmal zu. Feuerholz. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich... ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Ach, der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Also, das ist hundertprozentig ein Harvey. Gut, Kobolde? Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Tja... ich glaube, wir machen noch mal schlafen. Bist du etwa auch so müde wie ich? Na gut, dann beenden wir das mal. Ich nehme mal die Holzscheite.